Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch nur ganz kurz zeigen bzw. eher eine Nachricht überbringen, eine gute Nachricht für Raspberry Pi Fans. Und zwar wechselt Raspbian nun vom Kernel 4.9 auf dem Kernel 4.14. Ich melde mich mal ganz kurz hier an einem Raspberry Pi an und hier sieht man schon 4.9, ja, die Kernel Version. Ja, wir können das jetzt noch mal vielleicht zack. Also aktuell haben wir 4.9 bisher in den Kernel und nun können wir jetzt den Kernel 4.14 über apt-get einspielen. Ja, das machen wir ganz einfach. Ja, beziehungsweise vielleicht erstmal ein update erstmal, und wenn wir jetzt hinterher direkt ein apt-get upgrade drauf schmeißen, dann wird unser Kernel hier upgrade zack eingespielt. Ja, das wird ein Weilchen dauern wahrscheinlich. Mal einfach mit yes bestätigen und schon geht's los hier. Genau, also wir könnten bis hier natürlich auch unseren Kernel hier 4.14 einspielen, allerdings ging das bisher nur über ein Update RPI, also beziehungsweise RPI Update, ja, dieses RPI Update, und das ist natürlich ja nicht, sollte man vor allem in einem Produktivsystem die Finger von lassen, ja, da kann auch viel kaputt gehen über dieses RPI-Update, ja, da wird das ganze System komplett abgedatet, abgegradet, ja, samt Firmware, Bootloader und ja, alles Mögliche halt, und dieses, also auch Versionen, die noch in Entwicklung sind, ja, also so ein Update über RPI-Update, das kann auch unstable sein. Deswegen, ja, wenn man Glück hat, geht es alles, funktioniert alles wieder oder das meiste. Wenn man Pech hat, dann kann es passieren, dass das System, das Raspberry, gar nicht mehr bootet, ja. Deswegen ist das wirklich nicht so zu empfehlen. Das braucht man eigentlich wirklich nur in den seltensten Fällen, dieses RPI-Update. Und das ging, wie gesagt, bisher über dieses RPI-Update und nun ist das jetzt freigegeben, so, ja, offiziell freigegeben, und es, und nun können wir ab heute über apt-get hier einspielen. Das dauert jetzt eine Weile, danach ist dann ein Neustart nötig, ja, erforderlich. Nach dem Kernel-Update ist da immer ein Reboot erforderlich. Hier sieht man schon, genau, hier sehen wir, das ist jetzt schon, genau, ist jetzt schon durch, das wird jetzt aber wahrscheinlich noch nicht, genau, wir müssen jetzt einfach ein Reboot hier machen, einen Neustart, und schon haben wir den neuen Kernel hier. Ich schließe das mal und schau mal, ob das jetzt so schnell geht hier, vielleicht, dass wir das noch mal schauen. Aber ja, im Prinzip war es das auch schon alles hier. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Das dauert jetzt hier noch ein bisschen leider. Genau, das ist ja schon. Ach, das wäre zack, falsch. Jedenfalls, wenn wir uns jetzt hier anmelden, dann sehen wir, hier haben wir schon den Kernel 4.14. Ja, hat also wunderbar funktioniert alles. Genau, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.